Das ist Legohausen. Ein ganz normales Dorf mitten im Nirgendwo. Hier kennt jeder jeden. Ach, der Hubert. Ei, Gude. Gude, Heinz, wie geht's denn? Das Dorf hatte einige Attraktionen. Ein Kino. Eine Kirche. Francesco, warte, die Pizza. Eine Pizzeria und ein Supermarkt. Außerdem gibt es hier eine überdimensionierte Feuerwehr. Keine Ahnung, warum die hier so ein Riesending brauchen. Ich danke Sebastian. In Legohausen laufen schon viele Normalos rum. Jedoch gibt es einige außergewöhnliche Typen. Geil. Yeah! Oh yeah! Uh-huh! Yeah! Rock, rock! Ein ganz normales Dorf eben. Beschaulich und ruhig. Oh Mann, nicht schon wieder. Sonntags jedoch herrscht in Legohausen himmlischer Friede. Man konnte vermuten, das liegt daran, dass die Bewohner zu Hundertsten in die Kirche strömen. Aber warum ist das so? Für viele ist Gott ein einsamer alter Mann, hoch oben außerhalb des Geschehens, der uns nur erschaffen hat, damit er jemand hat, der ihn liebt. Er ist spießig und versteht keinen Spaß. Sex kann er gar nicht leiden und Partys sind für ihn ein No-Go. Er steht ausschließlich auf Orgelmucke und redet immer so wirres Zeug, das kein Mensch versteht. Aber wie ist Gott eigentlich wirklich? Ist er wirklich so oldschool? Wenn dich das interessiert, komm doch zu unserem Jugendgottesdienst.